Hallo YouTubers und herzlich willkommen zu Folge 29 von Let's Play Age of Gladiators. Uns geht gerade das Geld aus, wie ich feststellen muss. Wir sollten aufhören, ständig Leute zu kaufen. Und ja, das ist jetzt die fünfte Aufnahme heute am 27.12. Mal gucken, ob ich heute Abend eine Aufnahme mache. Wobei, es ist jetzt schon 14:55 Uhr, stelle ich gerade fest. Und langsam müssen wir bald Gladiatoren verkaufen oder so ähnlich. Ja. Also müssen wir jetzt doch mal ein paar Kämpfe gewinnen. So, Corvinius. Haben wir dir schon eine neue Waffe gegeben? Nee, immer noch nicht, ne? Und Stillish braucht auch eine neue. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Geld setzen hier. Du brauchst nie viel her mit der Kohle. Fight. Oh, 0-1. 1-1. Hau drauf, Corvino. Hau drauf. Besiegt. Mein erfolgreichster Kämpfer ist tot. Ja, das ist nicht unbedingt ein erfolgreicher Tag. Ja, ich weiß, der hat ganz schlechte Rüstung. Bla 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 bla. Du brauchst auch eine neue Waffe. Maschine oder was? Ja, komm hier, bitte schön. Nebenbei ableveln, aufleveln, ihr wisst schon. Ableveln, auch ein interessanter Begriff. Ich level mich mal ab aus Wut und Frust. Geht nie anders, so. Killerinstinkt. Habt doch alle gute Waffen, was habt ihr denn? Habt doch gar nicht so rumjammern hier. Der nächste bitte, ne? Du sowieso. Du hast am allerwenigsten Grund, dich zu beschweren. Kriegen die mal das Geld, wie stelle ich gerade fest. Ist ja erbärmlich. Na egal. Du hast eine gute Rüstung. Der nächste bitte. Rubio, haben wir was Besseres? Sieht nicht so aus. Doch, haben wir. Dankeschön. Der nächste. Das gucke ich mir doch gar nicht mehr erst an hier. Ladios haben auf keinen Fall was Besseres, das weiß ich. Schade. So. Ja. Es wird Zeit, dass wir hier mal die ganz, ganz großen Wurf machen. Zwecks Gewinn und so. Es wird langsamer Zeit, dass sich meine Kämpfer hier rentieren. Ich hau ein Geld für Kämpfer raus, die gar nichts taugen. So geht das hier nicht weiter. So nicht mit mir, liebe Freunde. Ihr müsstet schon mal was tun für euer Geld. Jetzt muss ich euch hier das Brot und die Betten und so weiter, ne? Ihr wisst, wie das ist. Postumus, jetzt darfst du mal. Ist mir gar nicht, wie du setzt. Hauptsache, ich mache wenigstens ein bisschen was hier. Drauf. Dadam, dadam. 1-1, kurzer Prozess und tot. Wer von euch hat eigentlich ganz viel Geld? Ich muss, glaube ich, mal einen hinrichten aus Geldmangel und so. Mache ich natürlich noch äußerst ungern, aber... Wie soll ich das anders sagen? 300.000. Ist ja kein Schwerverletzter dabei, sagen wir. Stillisch. Hm. Dich möchte ich eigentlich ungern hinrichten, du bist ja schließlich nicht schlecht. Ja, dann werden wir dich auch nicht hinrichten, das ist Blödsinn. Noch keiner abgehauen, das beruhigt mich. Jetzt können wir einen massiven Kampf und den möchten wir allerdings auch gewinnen. Ech, ist das schrecklich. Dass das immer so negativ sein muss, wenn man mal kurz ein paar Tage die nicht bezahlen kann. Ist ja nicht so, als ob die nicht genug auf der hohen Kante hätten. Vertraut eurem Herrn und Meister. Xane weiß, was er tut. Keine Sorge, der kriegt das schon hin. Den Kummer und Sorgen helfen nur Kredite am Morgen, oder was? Oder wie, oder warum? Ich könnte natürlich auch mal für den Kampf jetzt mal richtig Kohle mir holen, per Kredit. Und dann... Ne? Oder wie seht ihr das? Verschiedene... Dann lassen wir Stillish mal kurz antreten. Market, Lenders. Natürlich 13%, was sonst?
massiv. Hier. Stilisch. Komm. 1 zu 1. Und dann setzen wir mal kurz 70.000 rein, damit sich das lohnt. Du kriegst einen großen Anteil. Streng mich an. Der Gegner hat gute Reflexe, hohe Geschicklichkeit. Oh Mann, da brauche ich nicht auf aggressiv gehen. Hohe Geschwindigkeit, Ausdauer bis zum Umfallen. Nicht so viel Stärke. Wir könnten aggressiv... Nee, normal, komm. Alles oder nichts gegen Volusus. 0-1, 1-1, 2-1. Ja, komm, Stilic, komm, hau rein. Stärkknauf gegen Schädel, damit er benimmungslos wird. 2-2, 3-2 und dann gleich zwischen die Eier. 3-3, komm. Nicht so lange Fackel hier. Keine Zeit für diese Spiechen. Komm schon. 3-6, jetzt ist aber mal gut. Stilic, Stilic. Mach ihn alle. Denk an Torismund, der durfte auch in Urlaub gehen. Fernab, 3-7. Hat sein Geld dagelassen, 3-8. Freiwillig, 3-9, jetzt ist mal gut hier. Oh, jetzt ist mal 3-10. Wie viele Schläge kassierst du denn noch? 3-11. Frisst gleich Rekorde, ist der Litz. Frauen liegen dir zu Füßen, 3-12, jetzt hat er angebrochen, 3-13, ja. Ja, hier. Ach mein Gott, kurz vor Ultimo, ernsthaft? Weißt du, was ich für Geld verloren habe? Weißt du, was ich für Geld verloren habe wegen dir? Du bist verschont. Das glaubst aber auch nur du, Freundchen. Dafür bist du hingerichtet. Dankeschön. Muss mal kurz mal zurückzahlen. Dankeschön. Blöder Vollpfosten. Ich will keine Beschwerden hören. Jetzt gibt's Stunk hier. Ich werde jeden hinrichten, der Geld hat und mich im Stich lässt mit hohen Wetten. War selbstverständlich, dass der einen solchen Kampf nicht verlieren darf. Trottel. Ich spreche mit meinen anderen Gladiatoren übrigens. Falls ihr euch wundert. Das muss ja auch mal sein. Dankeschön. Hab ich noch jemanden übersehen? Ja, habe ich. Hier. Asina. Blöder Name. So. So, wie lange noch bis zum nächsten Perk? Ach, noch ewig. 5 Tage, 1 Tag, 6 Tage, 1 Tag. Was soll's? Postimus. Komm, hau rein. Kohle setze ich auf dich, damit sich das lohnt. Kriegst du auch noch was? Ja, meinetwegen. So. Keine hohe Trefferquote, komm, aggressiv. Ja, 2 Angriffe, dann soll es erledigt sein. 1, okay, 3. 1-1. Und Ruff, jawohl, 2, das hat sogar gereicht. Oh, sein Leben wurde verschwunden, was für eine Überraschung. So, 15 Tage, was habt ihr im Angebot? Dem, vergiss es. Ich lege mir so eine Schwächlinge nicht mehr zu. Wenn ihr nicht Brauchbares habt, dann eben nicht. Ich habe nicht geguckt, was mich das jetzt gekostet hat, aber was soll's. Massiv hier, Adula. Ophelia. 1-2 unterlegen, macht nicht 100.000 in den Kampf rein. Zeig, was du drauf hast. Gute Reflexe, keine so hohe Trefferquote, das beruhigt mich ein bisschen. Hohe Ausdauer. Stärke. Scheiß drauf, aggressiv rein. Er hat mehr Lebensenergie, es muss treffen. 0-1. Ja, 0-2. Das war's. Wir haben jetzt schon verloren, weil wir brauchen mindestens 4-5 Treffer, um den alle zu machen. Ja. Wenn er ständig blockt und sie nicht trifft, dann hat das halt auch keine große Erfolgschance hier, der Kampf. Die muss jetzt ein richtiges Comeback hinlegen, und zwar deutlichst. Und der hat mehr Ausdauer. Ja. Zack, der hätte nur ein Wunder geholfen. Und dann überlebt sie noch, ja? Na, das ist ja süß. Ja gut, die 3 Tage überlebe ich mal. Mal ein bisschen was für die Rüstung hier tun, dankeschön. 14 Tage, 3 Tage, 4 Tage, was auch immer. Oh, klar, jetzt will ich das wollen. Och, dankeschön. Level up, erneut. Ich habe mehr Level ups als alles andere. Aber das hilft uns nichts, wenn die Gladiatoren am Ende doch zu schwach sind unterm Strich. Schrägstrich ihnen die Erfahrung fehlt. Stark. So. Kurio. 4-1, wir setzen mal ein bisschen Geld, was wir halt setzen dürfen. Und dann rein in die Chance.
Vielleicht sollten wir als nächstes einfach mal auf Lebenspunkte gehen. Start auf Startlevel, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also, geht doch. Und sein Leben verschont natürlich. Naja, gut. Kann man auch nicht immer ändern. Noch einen Tag, noch zwei Tage. Wollte ich nicht gerade kämpfen? Egal. Dann kann ich immer alles haben. Wir müssten einfach auch mal ein, zwei Kämpfe mehr gewinnen, die auch mal Kohle bringen. Damit wir nicht ganz so schnell pleite gehen wie jetzt. Es missfällt mir, dass wir erst noch Geld hatten und dann auf einmal ganz ohne dastehen. Und was ist mit diesem Level 22er? Den kann ich da eh nicht gebrauchen. Können wir den nicht mal irgendwo im Kampf hier um die Ecke bringen oder so ähnlich? Hier ist noch ein Tag, verstehe. Kann man nicht mal leisten, die Leute. Gut, taugt eh nicht, wie ich das richtig sehe. Ein Turn. Das ist ein Minus. Nochmal Minus. Jetzt möchte mal was kommen hier. Das war nicht nur Level-Ups. Das war auch schön, aber brauchen das dicke Geld. Gut, die anderen auch, aber was gehen mich die anderen an? Ich muss an meinen Stall hier denken. An meine Kämpfer. Ich brauche meinen Schutz, damit sie das Geld reinbringen. Und ich geschützt bin. Vor wilden Schlägerbanden in Süditalien, quasi. In der Umgebung. Rechts. Rein in den Kampf. Wer möchte? Du. Was du musst. 6 zu 1. Ich kann nichts setzen, weil ich nichts hab. Kriegst du natürlich auch keinen großen Anteil, das ist klar. Wenn sie nie zwei Schläge droht. Nochmal ein. Komm, drauf. Und drauf. Durch. Na also. Hat nicht lange gedauert. Brauchen Kohle, massiv. Taurus, sag mal ja, war bei 131, ansonsten hast du gute Werte. Aber ich würde den Kollegen mit der hohen Ausweichroute 140 nehmen. Frauen, ist, im Notfall kann man einfach nicht auf Frauen setzen hier. Muss man sagen, wie es ist. So. Da setze ich gar nicht erst auf. Und Level 36, was soll's. Drauf. Ah, gut. 2-0. 2-1. Noch so ein Treffer. Komm schon, Taurus. 3-2. Noch einmal kräftig mit dem Schwert. Oder was auch immer du nutzt. Zwischen die Beine. Dann ist Feierabend. Jep, jep, jep. Bisschen Geld gewonnen. Das ist gut. Haben wir noch irgendwas zurückzugeben? Nein. Großartigen Rüstungskauf lohnt sich gerade eh nicht. Brauchbare Kämpfer kriegen wir nicht. Oh, jetzt haben wir Eutropia, A, B, 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 B. Hohe Gesundheit, aber das war es dann auch schon. Und im Moment kosten uns die Leute einfach alle nur Geld. Warten wir noch 3 und dann sehen wir weiter. Was wollt ihr für 500.000? Nein, ist mir völlig egal, was ihr wollt. Hier wird nicht geschummelt. Als ob mich das interessieren würde, würde ich sofort, wenn ich glauben würde, dass es was bringt. Im alten Rom war vieles üblich. Warum nicht auch Betrug? Der Betrug ist ja keine Erfindung der Neuzeit unter der CDU-CSU-Fraktion, sprich Union. So weit würde ich nun wirklich nicht gehen. Fange ich an, jetzt politische Themen aus Langeweile hier reinzustreuen? Ist es so weit gekommen mit diesem Let's Play, dass das notwendig erscheint? Eieiei, das sind böse Züge hier an. So, haben wir ein neues Pugier für dich. Bitteschön. Und eine neue Rüstung kriegst du auch gleich mal. Hast da. Das Play, Dankeschön. Hast da 106. 140, na also. Gladius 135, Armor 64 reicht dir. 59 und Weapon Faschina oder Gladius 147, Dankeschön. Lancea hast du bis zum Umfallen. 140 ist sogar drin, danke. Halt, nicht so schnell, ja. Gladius 109, du kannst keine anderen Waffen, nehme ich an, ja. Blade, okay. Office, mild. Wer möchte? Hast da 140 Popi, darf mal wieder ran.
Rein mit die Kohlen, wir brauchen das Geld. Ich setze eine Frau auf eine Frau, ich muss doch bekloppt sein. Nochmal. Was gute Reflexe, zeigt uns was davon. Und prompt blockt der Gegner, ich werde blöde hier noch. Zweimal in Folge. Dreimal in Folge. Jetzt wird es aber langsam peinlich. Dann trifft er noch 1-1. Kann ich meine Waffen nicht vergiften oder so? 2-1. Ich glaube, diese Vents arbeiten im Hintergrund auch nicht mal gegen mich. 2-2, 3-2, 4-2. Na also. Wenn man nur will, dann will man noch. Und wir haben ja ein bisschen Geld gemacht. So wie sich das gehört. Wenigstens minimal. 10 Tage, 6 Tage, 11 Tage, 6 Tage. Es gibt neue Waffen, hast du. Das, was taugt, weiß kein Mensch. Ja, ja, geht gleich los. Eins nach dem anderen. Ich glaube, es war die letzte Folge für heute, bevor ich auch vor langer Weile hier noch kommentiere. Das muss ja nur Uni sein. Soll euch ja auch Spaß machen. Wer jetzt noch zuhört, kann es in die Kommentare schreiben, ob das noch unterhaltsam ist oder nicht, zu sehen, ob mein Nervenkitzel an Kämpfern hier noch irgendwas schafft oder ob die mich schaffen langsam. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Die sabotieren mich doch absichtlich hier. So, gibt es neue Kämpfer in 5 Tagen. Das lohnt sich alles gar nicht. 32 von 80, bäh. Vielleicht sollte man im Network mal arbeiten, wäre auch nicht schlecht. Zack. Das ist ein starker Kampf mit irgendwem hier. Wenn sich das lohnen würde, in irgendeiner Form. Warum level ich dich überhaupt noch? Du tauchst da eh nicht. Egal. Du wirst keinen starken Kampf machen. Und das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Xane.